Davermann, 8 Filialen im Osnabrücker Land und Münster. Unsere Profis rund ums Grün beraten Sie vor Ort, auch in Ihrem Garten. Kommen Sie jetzt vorbei und vereinbaren einen Termin. Die Saison ist jetzt zu Ende, Platz 6, vielleicht am Ende ein bisschen enttäuschend, aber wie fällt Ihr Fazit nach dieser Saison aus? Also rein grundsätzlich hätte ich erwartet, dass wir nach dem Beginn der Saison, dass wir eine etwas größere Rolle spielen. Im Nachhinein kann man, glaube ich, erkennen, dass es noch ein bisschen dauert, bis so eine Mannschaft wächst. Und ich habe die Hoffnung, dass wir in der nächsten Saison angreifen. Wir hatten gehofft, dass es noch was wird heute mit Platz 4. Aber ja, irgendwie hat die Mannschaft selber, glaube ich, auch nicht dran geglaubt. In der Mitte der Saison waren wir über unseren Verhältnissen leicht. Und das war sehr gut. Aber wir konnten das zum Ende nicht so ganz ins Ziel retten und bringen. Da hat man gesehen, dass uns so ein bisschen die Möglichkeiten auf der Bank vielleicht fehlten. Und heute haben wir auch gesehen, dass Magdeburg durchaus verdient Meister geworden ist und die Tabelle lügt nicht. Was ich wirklich in den letzten Spielen vermisst habe, war also der letzte Wille, der letzte Biss. Ich war also zum Beispiel in Freiburg und da war ich also maßlos enttäuscht. Und so ist es bei einigen anderen Spielen auch gewesen. Ich glaube, mit ein bisschen mehr Power, mit ein bisschen mehr Siegeswillen wäre dann doch noch mehr drin gewesen. Ach, munter putzen und weiter. Also jetzt heißt es Aufstieg anpeilen und jetzt endlich mal durchziehen. Denn in der dritten Liga macht das einfach keinen Spaß. Welcher Spieler ragte für Sie vielleicht in dieser Saison raus? Also ich fand den Kunze außerordentlich gut, beständig und guter Mittelfeldmann. Würde mir wünschen, dass wir lange Freude an ihm haben. Marc Haider, das ist aber einer, der immer gekämpft hat und gebissen hat bis zum allerletzten. Bei mir VfL seit Jahren für mich immer Sebastian Klaas, Brochterbecker Junge, technisch einfach top, beweglich, schnell, hat für mich noch zu wenig gespielt diese Saison. Der hat auch gekämpft und war auch umsichtig. Also ich fand ihn gut. Torwart Kühn, wenn wir den nicht gehabt hätten, ich glaube, dann wäre es doch schlimmer aussehen. Was erhoffen Sie sich dann für die kommende Saison? Ja, dass man vielleicht noch vorne einen draufsetzt und für den Klaas im Mittelfeld noch jemand hat, der das Spiel so ordnet, wie es eigentlich teilweise super gelaufen ist. Und die Stabilität in der Abwehr, dass Timo Wehrmann wieder fit wird und dass man natürlich vorne noch einen kriegt, der auch mal jedes zweite Spiel mindestens ein Tor schießt. Dann kann es was werden. Ich meine, man muss ja immer auf das Budget gucken. Ne? Und vorne muss einer kommen, Knipser, und hinten auch noch mal. Also vorne muss unbedingt einer kommen, der auch die Bälle dann mal reinmacht. Und nicht noch mal abgeben, das ist unmöglich. Ich habe die Hoffnung, dass wir eine gute Truppe zusammenstellen und dass wir in der nächsten Saison ähnlich wie vor 3 Jahren vielleicht das Glück haben, vielleicht nicht einen Durchmarsch zu machen, aber bis zum Ende eine gute Rolle zu spielen und dann den direkten Aufstieg wieder schaffen. Weiter geht's.